In diesem Video geht es um den 31er und ich werde erklären, warum wir unseren Mandanten grundsätzlich von der Anwendung von § 31 BTMG abraten. Und ich werde unsere 7 Regeln für § 31 BTMG darstellen. Wir freuen uns über Abonnenten und stellt uns doch gerne Fragen in den Kommentaren oder gebt irgendwelche Anmerkungen. Wir werden gerne Fragen zu unserem Spezialgebiet, dem Betäubungsmittelstrafrecht, so ausführlich und schnell wie möglich beantworten. Ich werde versuchen, das Video so unjuristisch wie möglich und so anschaulich wie möglich zu gestalten. Kurz zusammengefasst, der § 31 bedeutet, wenn der Beschuldigte im Betäubungsmittelstrafverfahren gegen andere Personen aussagt, kann er Strafmilderung erhalten oder sogar straffrei ausgehen. Bedeutet, wenn quasi der Dealer gegen seine Kunden oder der Dealer gegen seine Quellen aussagt, wird er davon im Strafverfahren profitieren und eine geringere Strafe bekommen. Der § 31 ist aber nicht so schön, wie er klingt. Und unter Spezialisten ist er sehr, sehr umstritten. Und die Anwendung von § 31 muss sehr gut vorbereitet werden durch den Verteidiger. Alles andere ist die Zerstörung aller Verteidigungschancen im Strafverfahren. Unsere Regel 1. Beachte den Rebound-Effekt. Wenn ich als Dealer gegen meine Kunden aussage, kommt immer auch etwas zurück. Wenn bei mir im Auto 500 Gramm Marihuana gefunden werden und ich sage dann gegen meine Kunden aus, dann kommt was zurück. Denn meine Kunden werden ja irgendwann vorher schon von mir gekauft haben und werden vielleicht auch regelmäßige Kunden sein und werden dann vielleicht aus ihrer Sicht ein Geständnis ablegen. Und dann kommen noch viel härtere und viel mehr Straftaten auf mich zu als vorher. Das heißt, lieber die 500 Gramm im Kofferraum, die Strafe für die 500 Gramm im Kofferraum mitnehmen, als dann eine Kettenreaktion hervorrufen und dann werden mir 5x 500 Gramm vorgeworfen und noch die Verkäufe der letzten 2 Jahre. Regel 2. Vorsicht vorm Geständnis. Der § 31 BTMG ist zwar grundsätzlich ohne Geständnis möglich, er ist aber so gut wie immer mit einem Geständnis verbunden. Und ein vorschnelles Geständnis zerstört sämtliche Verteidigungschancen. Regel Nummer 3, Wirkungslosigkeit. Und diese Regel ist nicht zu unterschätzen. Der § 31 verläuft oft im Sand und läuft ins Leere und man wird keinen spürbaren Vorteil im Strafverfahren erlangen. Im Strafverfahren ist es so, dass der Richter nach seinem Ermessen das Urteil fällt und wird auch nach seinem Ermessen die Strafe bemessen. Bei kleineren Delikten, sagen wir 10 Gramm Marihuana, 5 Gramm Kokain, 100 Gramm Marihuana, ist es so, dass jeder Amtsrichter eine bestimmte Strafe schon im Kopf hat. Wenn dann § 31 dazukommt, wird es eben etwas milder. Wenn vielleicht noch ein Geständnis dazukommt, noch milder und so weiter. Bei komplizierteren Verfahren, das heißt bei verschiedenen Stoffen, verschiedener Größenordnung, kleinere Einfuhr, Handel treiben, Abgabe an Minderjährige, irgendwie ungewöhnliche Stoffe mit 20 Gramm Ketamin oder irgendwie 23 Gramm Kokain und 100 Gramm Amphetamin, da hat kein Richter und kein Staatsanwalt mehr eine konkrete Strafe im Kopf, weil es keine Erfahrungswerte dazu gibt, zumindest auf Seiten der Richter. Und dann ist es so, dass der Richter eigentlich seine Strafe quasi Pi mal Daumen bestimmt und es dann auch niemals nachprüfbar ist, ob er tatsächlich § 31 die Strafmilderung davon Gebrauch gemacht hat oder nicht. Das heißt, oft ist es so, dass der Richter dann ganz normal nach seinem Schema vorgeht und der § 31 dann von den Beschuldigten stark überschätzt wird. Weil es ist so, nach § 31 kann das Gericht theoretisch bis zu einer Strafe von 3 Jahren von Strafe absehen. Das heißt, die Person geht straflos aus. Er hätte normal 2,5 Jahre bekommen, jetzt bekommt er nichts. In der Praxis kommt es quasi nicht vor. Und auch die Strafmilderung ist meistens überschaubar und am Schluss schauen die Angeklagten in die Röhre und sind stark überrascht, wie wenig der § 31 ihnen tatsächlich gebracht hat. Wir hatten einen Fall, der Mandant sitzt bei der Polizei und hat der Polizei mitgeteilt, wo die 500 Gramm Amphetamin in seinem Keller versteckt sind. Die Polizei geht hin, nimmt die 500 Gramm und findet auch noch den Händler, weil ihnen der Mandant gesagt hat, wo der Händler, wo er es her hatte und wo der Händler zu finden ist. Mandant hat trotzdem mit anderen weiteren Straftaten, die ihm vorgeworfen wurden,
über 3 Jahre bekommen. Ein absoluter Wahnsinn. Und ohne diese 500 Gramm, ohne dieses Geständnis, ohne diesen Paragraph 31 wäre er deutlich, deutlich günstiger weggekommen. Vierte Regel, die Unsicherheit, fehlende Rechtssicherheit. In amerikanischen Filmen ist es so, dass der Beschuldigte bei der Polizei im Verhörraum sitzt und irgendwann kommt der Staatsanwalt rein und hat einen Schrieb in der Hand, wo der Beschuldigte nur noch unterschreiben muss, er nennt seine Quelle und geht straffrei aus. Im deutschen Strafrecht ist es leider nicht so. Im deutschen Strafrecht ist es so, dass die Staatsanwaltschaft im Ermittlungsverfahren zwar Zusicherungen und Zusagen machen kann, sie ist daran aber nicht gebunden. Das heißt, die wird dann oft im Gerichtsverfahren sagen, ja, die Quellen, die sie genannt haben, ja, die haben, 3 haben wir nicht gefunden und bei den anderen ist es schwierig, irgendwas nachzuweisen, ob der Wahrheitsgehalt jetzt richtig ist oder nicht, ja, keine Ahnung. Und dann bleibt man sitzen, ohne von § 31 zu profitieren und das ist dann eine Katastrophe, weil man quasi alles aufgegeben hat und auch sämtliche Verteidigungschancen aufgegeben hat durch ein Geständnis, aber nichts davon hat. Es gibt keine Rechtssicherheit und wir machen es in der Regel so, dass wir dann solche Informationen erst in der Hauptverhandlung anbieten, weil erst in der Hauptverhandlung kann mit dem Gericht ein sogenannter Deal im Strafverfahren geschlossen werden, an das das Gericht auch gebunden ist. Fünftens ist die Gefahr durch andere. Die Gefahr ist zwar relativ gering, ist aber trotzdem immer im Hinterkopf zu behalten. Habe ich irgendwelche Repressalien von anderen Personen zu befürchten und ist es das wert? Das heißt, wenn natürlich von organisierten Verbrechen meine Familie bedroht wird, dann ist es natürlich doppelt zu überlegen, ob man von § 31 Gebrauch macht. Noch dazu kommt, wenn Untersuchungshaft im Raum steht oder wenn jemand eine langjährige Freiheitsstrafe zu verbüßen hat, wird es im Justizvollzug auch nicht schöner als Snitch. Sechste Regel, keine Aussage ohne Verteidiger. Das ist eigentlich eine Grundregel, aber bei § 31 erst recht der Fall. Die meisten Aussagen nach § 31 werden bei der Polizei direkt nach der Hausdurchsuchung gemacht und getätigt. Und das ist der größte Fehler, den man im Ermittlungsverfahren machen kann. Da ist noch kein Verteidiger dabei und man packt umfassend aus, packt vielleicht auch gegen Leute aus, wo es vielleicht nicht unbedingt stimmt und macht sich dann dadurch nochmal strafbar und verspielt seine komplette Glaubwürdigkeit und verspielt sämtliche Verteidigungschancen. Regel 7, keine Aussage ohne Akteneinsicht. Auch eine Grundregel, von der es quasi keine Ausnahme gibt. Eine Aussage nach § 31 muss perfekt vorbereitet sein. Es gibt extreme Ausnahmefälle, wo eine Aussage nach § 31 sinnvoll sein kann, dann aber nur nach Akteneinsicht. Das heißt, sobald ich genau weiß, was mir vorgeworfen wird und sobald ich genau weiß, was die Staatsanwaltschaft schon weiß. Weil wenn ich der schon Sachen erzähle, die sie schon wissen, dann wird es in der Regel sehr, sehr schwierig mit einer Strafmilderung. Das waren unsere 7 Regeln. Wie gesagt, es ist immer so, keine Regel ohne Ausnahme. Im Einzelfall, es ist immer im Einzelfall zu prüfen, ob § 31 sinnvoll ist oder nicht. In der Regel wird es aber nicht sein. Aus unserer Erfahrung über 1000 Fälle im Betäubungsmittelstrafrecht pro Jahr, es ist in den allermeisten Fällen nicht sinnvoll, so eine Aussage zu tätigen. Und wenn man sie tätigt, dann muss sie perfekt vorbereitet sein. Wie gesagt, stellen Sie uns gerne Fragen unten in den Kommentaren. Bitte nur zum Betäubungsmittelstrafrecht. Zum Reiserecht werden wir relativ wenig Auskunft geben können. Vielen Dank.